geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zum Merkur! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessie und gemeinsam mit euch werde ich heute zum Merkur reisen. Er ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Von allen Planeten unseres Sonnensystems ist Merkur der Sonne am nächsten. Er ist also, was das betrifft, ganz eindeutig die Nummer 1. Merkur ist auch die Nummer 1, was die Geschwindigkeit betrifft. Er ist nämlich der schnellste Planet in unserem Sonnensystem. Der kleine Planet flitzt mit ungefähr 172.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Deshalb braucht er auch nur 88 Tage, um einmal um die Sonne rumzukommen. Ob man da keinen Drehwurm bekommt? Und Merkur ist nochmal die Nummer 1. Streber! Von allen Planeten unseres Sonnensystems herrschen auf Merkur die stärksten Temperaturschwankungen. Nachts werden es schon mal eisige minus 170 Grad. Tagsüber klettern die Temperaturen dafür schon mal auf bis zu plus 430 Grad. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Merkur ist aber nicht in allem besonders toll. Er befindet sich nämlich nicht in der sogenannten habitablen Zone. Das heißt, es ist kein Leben auf ihm möglich. Und warum nicht? Ganz einfach, weil es auf Merkur kein flüssiges Wasser gibt. Wusstet ihr, dass Merkur keinen Mond hat? Wissenschaftler vermuten, dass Merkur selbst mal ein Mond war und zu seiner Nachbarin der Venus gehörte. So wie unser Mond zur Erde gehört. Ob das stimmt? Von der Erde aus ist Merkur nur schwer zu beobachten. Manchmal kann man ihn für kurze Zeit direkt nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang sehen. Und da ist er auch schon wieder weg. Aber deshalb fliegen wir ja jetzt gerade hin. Ich denke, für euren Aufenthalt auf Merkur wisst ihr jetzt alles Wichtige. Ich wünsche euch super viel Spaß bei der Erkundung des Planeten und vielleicht sehen wir uns ja auch beim nächsten Flug wieder. Bis dahin, tschüssi! Bitte legt vor dem Aussteigen eure Schutzkleidung an. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Erkundung des Planeten. Und hoffen, euch bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.